guten Spreewaldgurken, Leute. Eigentlich viel zu schade als Köder. Ja, geilo. So, darauf erstmal eine Gurke, würde ich sagen, wa? Darauf gönnen wir uns erstmal eine schöne, fette Gurke. Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Carsten, nächste Mission ist am Start. Heute wird's grün. Ich freue mich wirklich, wirklich, weil das hat man schon auch ewig vorgehabt. King von FFO, erstmal vielen, vielen Dank für die Aufgabe. Du hast ja überhaupt nicht locker gelassen. Ich glaube, bei jeder Mission stand das unten in den Kommentaren drunter. Ja. Also wirklich sehr, sehr genial. Und das werden wir heute mal umsetzen. Hä? Was drehen die denn da für den Kram? Zeig doch mal. Die Hose mal raus. Aha. Aha. Tada! Hier haben wir die Jürgen. Also, die guten Spreelinge, Spreewaldgurken, damit sollen wir quasi einen Fisch fangen. Und wir haben uns das so gedacht, normalerweise gehen wir mit so einen Ködern meistens immer Friedfisch angeln, aber heute, weit gefehlt, Raubfisch. Genau, heute wird hier richtig abgerissen, richtig genau. Die Barsch aus dem Wasser geholt. Ihr werdet sehen, die Jürgen liefern. Ich hoffe es. Also, warum soll das nicht funktionieren? Wenn man die schön klein schneidet, bzw. in Streifen, dann kann man die doch gut montieren, oder? Ja, das sieht dann aus, ja, wenn man so einen kleinen, keine Ahnung, eine Algen hätte ich jetzt gerade gesagt, imitiert. Nee. Warum nicht? Aber einfach nur so eine Bewegung in die Gurke rinnen bringt, das wird doch funktionieren, oder? Wenn die aktiv sind, die Fische, ist das scheißegal, wie das aussieht. Hauptsache, das bewegt sich. Und was bewegt sich? Ah, nee, was sich bewegt, wird gefressen. So rum, genau. Okay. So ist der Plan. So, dann werden wir die jetzt mal klein schneiden, würde ich sagen, oder? Genau, dann nehmen wir mal eine raus und filetieren mal die Gurke. Wir filetieren die Gurke. Na gut, kann man auch wieder was anderes reininterpretieren hier, aber egal. Carsten sucht jetzt erstmal ein Messer. Ich wahrscheinlich gar nicht bei auf. Ich wahrscheinlich auch nicht, das geht schon wieder gut los. Ja, wir sind sehr gut vorbereitet. Wie ich sehe. Aber notfalls habe ich auch eine Schere mit. So, dann werden wir mal gucken, ob wir die Schere irgendwo finden. Geht doch das? Du, das wird nicht. Nur so mit Quetschgurken, das können wir ins Friedfischfutter mal reinmachen, aber... Heute das Falsche. Also ich muss dir sagen, ich habe die Schere nicht gefunden und auch kein Messer. Aber ich habe auch kein Messer gefunden. Top vorbereitet. Sehr gut. So, dann müssen wir uns irgendwie zu helfen wissen. Wir haben Schnurscheren haben wir dabei und mir ist gerade eingefallen, wir könnten ja einfach so ein bisschen dünne Schnur nehmen Ja. Und die quasi als Säbel irgendwie benutzen. Ja, wir sind doch erfinderisch. Da werden wir noch was hinkriegen hier. Na klar. Oh, da. Waren das? Ah, Rapfen, denke ich. Eieiei. Ich habe noch ein Stickbett hier dran an einer Angel. Ich habe schon gesehen. Ich glaube, da müssen wir erstmal einen Wurf machen, bevor wir die Gurken hier schneiden. Ja, ja, so ist das. Ja, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Stell dir vor, jetzt explodiert gleich das Wasser und ich baller hier so einen richtigen Rapfen raus. Oder irgendwas anderes, scheißegal. Das wäre mega. Dann hätten wir ja quasi schon mal Fisch gefangen. Wir wissen, wo er ist. Da glaubst du aber selber nicht. Du, wenn ihr wagt, dann gewinnt. Tja, währenddessen jetzt versucht hier Carsten noch einen Rapfen zu fangen mit Stickbait. Blende ich euch jetzt mal einen schicken Rapfen ein, den habe ich nämlich letzte Woche gefangen. Ja, den würde ich euch einfach nicht verwehren. So Leute, endlich, Feuereinschlag. Richtig geil, jetzt haben wir ihn. Oh, mega geil. So, Kescher am Start, jetzt wollen wir das mal landen. Nice, Leute. Da haben wir einen richtig schönen Rapfen. Mega. So, Freunde, da haben wir einen. Ein schöner 70er. Richtig, richtig geiler Fisch. Genau deshalb bin ich hierher gefahren. 40 Grad und der ist voll reingescheppert. Woo. Sehr, sehr nice. Ja, ihr habt es gesehen, war ein schöner Fisch gewesen. Den wollen wir heute eigentlich nicht haben. Wie gesagt, wir sind ja wieder auf Barsche aus mit Gurken. Aber trotzdem, Rapfenangeln macht immer wieder Laune, gerade mit Stickbait in der Sommerangelei. Herrlich. So, Carsten, los, komm. Gib Gas. Du musst noch ein Stückchen mehr Gas geben. Du weißt, Rapfen, die mögen schnelle Köder. Du musst noch schneller angeln. Ja. Leute, jetzt müsste das Wasser explodieren. Das wäre der Hammer. So, es hat hier 5-6 Würfe gemacht. Das reicht aus. Ja, wollen ja unsere Mission noch bestehen. Ne? Kriegst du schon ganz heiß, aber gar keinen Wurf gemacht heute. So ist es. So, zack, Angel weg. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal, wie wir die Gurken geschnitten kriegen. Die guten Spreewaldgurken, Leute. Eigentlich viel zu schade als Köder, aber wir probieren es einfach. Genau, wir probieren es mal. Geht? Schon gut? Hm?
Besten Gurken. Nur noch die Kurven, alles anderes. Mumpelt. Das ist wie Bautzner Senf Mittelscharf. Der einzige wahre. Ich wollte es gerade sagen, den es schon seit Wochen, also Wochen, wirklich nicht mehr zu kaufen gibt. Genau. So, ihr seht, Carsten hat jetzt hier Sehne genommen. Oder besser gesagt Fluorocarbon. Genau, so. Eine große Scheibe haben wir schon abgemacht, aber die machen wir jetzt mal deutlich barschgerechter. Ja, also gar nicht so einfach, wenn man jetzt wirklich alles vergessen hat. Also keine Schere, kein Messer. Ja, definitiv die falschen Boxen eingepackt. Richtig. Na egal, wie gesagt, kriegen wir auch so hin. So, da seht ihr schon mal das Grobe. Ja, und das wird jetzt noch verfeinert und dann geht das hier an den Haken. Das ist die gute Frage, wie hört man an, wa? Ganz normal Nosehook? Wo ich mich hier frage, wo ist die Nase? Ja, das ist nicht so einfach, aber du machst das schon, glaube ich, ganz gut, so wie es aussieht. Zeig mal, ja, da. Warte, so. Irgendwie so? Sieht ganz gut aus, muss ich sagen, ja. Hier hinten noch so schön mit Shaker-Action, so ein bisschen dünner geschnitten, ne? Dass es da ein bisschen mehr Leben im Wasser bringt. Na, mal gucken. Also, wir fahren jetzt mal gleich zum Spot. Dann schmeißen wir mal ins Wasser und gucken, ob gleich der erste Ofen für springt. Das hat ja viel versprochen, oder? Hast du. Mann, ey. Irgendwann ist die Sacht. Jetzt sieht doch richtig geil aus, oder? Ich denke, daher kommt doch die Farbe Aju. Nicht von dem komischen Fisch da aus China. Nee. Gurken. So, erster Wurf. Bin ich spannend, ey. So, Carsten angelt jetzt schon fleißig mit der Gurke. Ich habe mir jetzt gedacht, um ein paar Barsche überhaupt aufs Band zu kriegen jetzt im Prinzip, haben wir ja natürlich auch noch Tauwürmer mit. Ja, und auch noch Dendrobenas. Die werden wir natürlich auch noch verangeln jetzt hier, gar keine Frage. Ich mache jetzt mal einen Wurm ran, gar keine Frage. Carsten macht, wie gesagt, jetzt mit Gurke erstmal weiter. Und dann werden wir mal gucken, ob überhaupt Barsche aktiv sind oder unterwegs sind. Ja? Das vor, das fängt keiner auf Wurm hin, dann sind ja keine da. Das wäre ja. Deswegen, das wäre auch fatal. Ne? Also wir probieren es einfach mal. Und wenn der erste gebissen hat, ne, dann switche ich sofort um. Ich habe gesagt, ich hatte einen Biss gehabt. Tatsächlich? Und mein kleiner Knubbelschwanz, der da hinten dran war, ist schon wieder im Wasser geblieben. Jawohl. Also da sind sie, definitiv. Aber trotzdem, ich mache jetzt erstmal Wurm ran und dann gucken wir mal weiter. Barsche sind auf alle Fälle da. Der ist jetzt auf Wurm eingestiegen. Also, jetzt werde ich auch umswitchen auf Gurke. Naja, der Anfang ist gemacht. Da ist er. Da ist er. Mr. Gurke. Nein. Hat jetzt aber ein paar Bisse gedauert. Also ich muss die Gurke schon wieder nachschneiden. Weil ein paar Bisse habe ich gehabt. Immer bloß abgezupft, die hält nicht so gut. Aber jetzt habe ich ein schönes, dünnes Streifchen gemacht. Erster Wurf mit einem dünnen Streifen. Und einen Barsch hier gefangen. Jetzt habe ich alle den Stinkefinger, merkt ihr? Der wollte die Gurke haben. Erster Wurf mit wirklich einem dünnen Streifen. Petri! Danke, danke. Ja, geilo. So, darauf erstmal eine Gurke, würde ich sagen, wa? Darauf gönnen wir uns erstmal eine schöne, fette Gurke. Herrlich. Ein Träumchen. Auf jeden Fall. So, wir sind jetzt einen Spot weitergefahren. Also die Barsche wollen nicht so richtig, muss man echt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, da seht ihr es wieder, ein Stück Gurke ist dran. Ich habe jetzt mal mit dieser Schere hier mal so ein bisschen hauchdünne Scheiben mal abgeschnitten. Das ist noch Streifen, oder? Streifen, sorry. So, und jetzt geht das jetzt rein ins Wasser. Und jetzt werde ich mal meinen ersten Barsch fangen mit Gurke. Ich habe noch keinen Barsch mit Gurke. Carsten hat ja schon Barsch mit Gurke. Ich hätte es mir einfach heute vorgestellt. Aber naja, wie gesagt, Gurke das erste Mal jetzt hier. Leute, habt ihr schon mal mit Gurke geangelt? Mal ganz ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare rein. Egal ob Friedfisch, Raubfisch. Egal. Einfach, ob ihr es probiert habt. Also ich habe schon gehört, dass jemand mal mit einem Appelgriebsch zum Beispiel auch mal ganz gut gefangen hat. Da hat er die Reste davon genommen. Aber wie gesagt, mit einer Gurke oder mit einer Tomate habe ich persönlich noch nicht vorher geangelt. So, Carsten hat einen. Allerdings, man sieht's. Genau, zum Barsche suchen brauchen wir auf alle Fälle Würmer. Ja, sonst wissen wir nicht, ob die zu Hause sind. Dann fahren wir ja nicht mehr. Der erste Spot, da wusste ich, da müssen welche stehen. Aber jetzt müssen wir mit Würmer erstmal suchen. Chris hat ja, wie ihr gerade gesehen habt, schon Gurke dran. Und ich habe es bewiesen, Barsche gibt's hier. So, Carsten,
glaube, der ist auch hier stehen, die Barsche. Nee, Gurke. Ein Träumchen. So, nicht der größte, aber Gurke. Definitiv. Du hast auch ein riesen Stück da dran. Hey, ich will ja auch große Barsche fangen. Sieht gut aus. Freut mich. So, jeder hat sich jetzt quasi entgurkt. Ja? Ne? Du. Ja. Gerade eben mit einem riesen Gurkenstück. Jetzt haben wir hier schon Schlauchboote, die vorbeigekommen sind. Mit denen haben wir mal kurz gequatscht. Es läuft im Allgemeinen nicht so gut. Gar die nicht. Warmwassertemperaturen, 24,5 Grad, muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, ist nicht förderlich. Kein Karpfen, kein Wels und wenig Barsche. Also ist nicht so wie sonst immer, ne? Nee. Muss man echt mal sagen. Ihr habt die letzte Barsch-Folge gesehen, wo wir mit Tauwürmern und Dendros hier nur geangelt haben. Das war ja Eskalation. Und heute ist es eher das Gegenteil davon. Aber wir haben mich gefangen. So, Carsten Dreh. Auf alle Fälle der Größte heute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stark. Ja, so, da sieht man es wunderbar. So, wir haben auf alle Fälle den Größten für heute. Uff, wie heißt das Zeug? Gurke. Gurke. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Na, wie auch immer. Schöner Barsch, lang wird er sein, 18 cm. Ja, erster Wurf am neuen Spot. Oh, hab ich wieder beschissen hier. Schön mit Wurm in den Fang. Aber ich habe erst mal mit Gurke probiert. Nischt. Ein Wurf mit Wurm. Barsch. Ja, ist wohl nicht der beste Köder, aber ein Alternativköder. Oder was sagst du dazu? Da muss ich dir auf alle Fälle recht geben. Also nicht der beste Köder, definitiv. Ne? Aber man kann es mal probieren. Ne? Ja, Carsten, was machen wir denn? Also ich würde sagen, wir angeln trotzdem mit Gurke weiter. Auch wenn jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang jetzt nicht mehr was ging. Ich lasse jetzt meinen Wurm, ich habe ja noch so anderthalb Würmer dran von gerade eben. Hm? Die angle ich noch weg, weil wäre ja schade drum, die jetzt einfach nur ins Wasser zu schmeißen. Ja. Und wenn die weg ist, dann nur einen kleinen Spotwechsel, ein paar Meter weiter und dann die ersten frischen Würfe wieder mit Gurke. Hört sich nach dem Plan an. Was sagst du dazu? Was? Was? Nochmal? Aha, okay. Ah ja, okay. Hast du früh aufgedrückt? Habe ich. Das wäre genau schön live gewesen. Mann! Oh. Schöner Barsch. Schöner Wurm. Weil Gurke läuft halt nicht. Muss man mal so sagen. Also wenn man die Wahl hat, nimmt lieber ein paar Würmer mit. Und esst die Gurken selber. Esst sie selber, wirklich, mach das. Funktioniert zwar, aber sehr schleppend. Ja, ich habe den Pullover ausgezogen und ich muss was trinken jetzt. Heute früh waren 8 Grad, Leute. Jetzt haben wir mittlerweile schon wieder bei 20. Also, der schöne Mecklenburger in Brandenburg, herrlich. Da habe ich glatt die Wurmdose hier ausgekippt, oh, aber Mann. Kein Wurm. Schön hier, auf die Hose ruf. Mann ey, nicht nur, weil er Mecklenburger Wasser trinkt. Hört bloß auf. Du musst doch mal ein Brandenburger Wasser trinken. Gab's ja nicht, ausverkauft, Mensch. So, na was haben wir denn da? Gurke abgemacht, Wurm dran und ab ist er. Schön. Dann haben wir noch gar nichts. Gibt's doch gar nicht. Also schnell wieder rein, ich lasse den Wurm jetzt dran. Wir haben jetzt übrigens beschlossen, dass wir jetzt mit Wurm weiter angeln. Ne? Weil es läuft einfach nicht mehr auf Gurke. Also, Wurm rein, auf zum nächsten Barsch. Da spricht die Angelgeier. Ja. Wir wollen Fische fangen. Ja. Und wenn es auf Gurke nicht gut läuft? Du, Sie haben es bewiesen, dass es funktioniert. Genau. Ne? Aber wie gesagt, es läuft denn so schleppend, muss ja nicht sein. Wir wollen ja Fische fangen. So viel Gurke ist noch übrig. Das glaube ich dir nicht. Natürlich. Das glaube ich dir nicht. Also, wir reden nicht von dem Glas da unten. Wir reden von der Anfangsgurke. Ach so. Okay. Ja, das ist die Gurke, wo wir alles abgeschnitten haben. Und in viel bloß Gurke ab. Ja. Also braucht man eh eine Gurke pro Angeltag. Ja, ja, sag mal. Live. Da siehst du. Klappt doch. So. So, wo haben wir ihn? Kommt da. Kommt da. Ah, ja, der schöne Barsch. Wunderschöner Barsch. Da ist er. Petri. Dank. Also, dass die Rute so klebt, ist auch ekelhaft. Also, Gurke ist auch nicht schön für die Angel. Ja, muss man immer sich die Hände waschen. Ja, ihr kennt das, es klebt wie Sau, das will man nicht mehr anfassen. Rute sauber gemacht und das erfreut auch die Barsche. Ja.
Komischerweise läuft es jetzt wieder, seitdem wir Wurm wieder dran haben, ne? Seitdem Wurm dran ist, haben wir wieder regelmäßig Barschkontakte. Aber ich könnte auch an der Uhrzeit vielleicht liegen. Das hatte ich ja nach unserem Barschentfernen letztens probiert, bin ich 4 Tage später nochmal gefahren. Gleiche Stellen, jetzt nicht mit Würmer, aber halt mit Dropshot und Fummi, Köder, alle möglichsten Varianten. Nichts, den ganzen Sensenvormittag nichts. Und plötzlich, 10:30, wie ein Schalter, Barsche ohne Ende waren da gewesen. Und das war auch ein warmer Tag, ja. Ich dachte, okay, früh ist besser, aber die Mittagshitze hat es ausgemacht. Hat die Barsche aktiviert. Ja, 1 Uhr später. Die saubere Route hilft. Also merkt euch, Gurken ab und die Route sauber machen. So, es gibt Barschsuppe heute. Heute gibt es richtig schön Barschfilet. Eins dicht halten. Sieht richtig groß aus, passt gar nicht aufs Bild drauf. Fantastisch. So groß ist der. Also man kann auch mal die Döbel füttern hier. Man kann auch einfach mal ein paar Döbel füttern. Hm, klar. Du bist ein ganz guter, muss man echt mal sagen. Ja, muss man mal was zurückgeben. Nicht nur mal nehmen, auch mal geben. Ja, erst anfüttern, dann fangen. Ich hab einfach Dropshot-Blei angemacht. Du bist doch ein böser Mensch. Ring geschmissen und den kleinen Döbel gefangen. Sehr cool. So, Freunde des Angelsports. Also, wir fangen jetzt einen Barsch nach dem anderen hier. Alles so die gleiche Größe. Wie ich vorhin sagte, Mittag läuft. Ist wirklich wahr. Also, Wurm läuft, Mittag läuft. Aber ich würde sagen, das sind ja so die letzten gewesen. Wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge gefangen, die wir jetzt nicht gefilmt haben. Yep. Ja, die werden wir schnell versorgen. Und dann machen wir noch ein paar Würfe und dann war es das heute wahrscheinlich, ne? Genau, dann essen wir Mittag. Richtig. Tja, einfach mal den Wurm hängen lassen. Soll ich das mal demonstrieren, wie das geht? Ja, zeig doch mal. Dann funktioniert es doch wieder nicht, oder? So, den zerhackten Wurm lasse ich jetzt hier dran, weil es ist wirklich der letzte. Du kannst jetzt nicht mehr so viel dran machen. Nee. Weil, wie ihr seht, da sind jetzt 4 leere Wurmdosen und ein fast aufgegessenes Gurkenglas. So, jetzt einfach mal reingehalten. Eigentlich dürfte es nicht lange dauern. Das ist einfach nur vertikal neben dem Boot. Bitte? Ja. Das war bestimmt das Kommütteressen. Tja, klappt nicht. Doch, jetzt. Jetzt. Oh, Alter! Ist der reingedroschen. Den wollte er haben. Alter Falter. So, jetzt haben wir den letzten. Also wieder zig Barsche heute gefangen, fast alle auf Wurm, ein paar auf Gurke und da ist jetzt der allerletzte. Das Boot ist heiß, Carsten. Ja, das müssen wir jetzt abkühlen fahren, nämlich nach Hause. Ja, also wir machen jetzt auf alle Fälle nach Hause. Lief ja ganz gut, oder? Genau, wir haben ein paar schöne Barsche gefangen, jeder 2, glaube ich, auf Gurke und jetzt doch mittags rum etliche auf Wurm. Beweist einfach, dass der Wurm besser ist. Sagen wir mal so. Wir haben uns die Gurken schmecken lassen und die Fische, die Würmer. Ist ja nicht umsonst eine Mission gewesen, ne? Genau, aber die haben wir quasi accepted. Richtig. Sagt man doch so schön, oder? Richtig. Oder bestanden jetzt einfach. Challenge accepted. Genau, irgendwie so. So, wir machen nach Hause, oder? Genau, wir machen jetzt einen Fisch und schwimmen weiter. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, ein Würmer oder Sprengler. Bis dann, genau das, was er gerade gesagt hat. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.